Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Flow. Ein Spiel von den Machern von Flower. Und es ist weiß. Ah, guck mal, da sind wir. Ich habe extra den Spielstand, den ich hatte, gelöscht, weil da hatte ich eh schon alles, also 100% Gedöns. Und deswegen habe ich den gelöscht, damit wir hier von frisch anfangen können. Wir spielen auch den DLC. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall gibt es da eine neue Map, die eigentlich ganz cool ist. Die mag ich. Und ja, das ist der, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorgänger von Flower. Und was aber ähnlich ist, dass wir auch mit der Six-Axis-Steuerung steuern. Deswegen denkt euch nicht, dass ich irgendwie doof steuere, sondern die Six-Axis-Steuerung ist halt nicht so ganz präzise. Deswegen kann das manchmal ein bisschen komisch aussehen. Ja, wann kam es denn raus? Das steht, glaube ich, hier unten irgendwo. Oh, es ist weggegangen. Ich weiß es nicht mehr. 2007 oder so? Können hinkommen. Ich glaube, 2007 gab es schon die PlayStation 3. Ja, ich werde es in die Videobeschreibung schreiben. Ich hätte mich auch vorher ein bisschen drüber informieren können. Und ich sehe gerade, dass meine Stimme recht laut ist. Schieb. Ja, auf jeden Fall ist das so alles so wassermäßig hier. Wir sind ja so ein Fisch, sag ich mal. Und wir können halt so Sachen fressen. Und wir fressen einfach mal das erste. Und dann mit diesen roten Dots, also mit diesem da, gehen wir eine Ebene nach unten. Und dann gibt es auch noch später einen blauen Dots, mit der können wir eine Ebene nach oben gehen. Und das Ziel des Spiels, beziehungsweise jedes Levels, ist es, bis nach ganz unten durchzuschwimmen, so groß wie möglich zu werden, denn je mehr wir von den Sachen fressen, desto größer werden wir. Ja, da gibt es dann ein Ei oder so. Und durch dieses Ei schalten wir das nächste Level frei. Ha, das hat sich gereimt. Nee, aber wir düsen einfach mal noch ein bisschen nach unten, weil hier oben ist nichts. So, und dann haben wir hier kleinen Scheiß. Und dieser kleinen Scheiß macht uns sogar nichts. Den können wir einfach fressen und dann sieht man so, yay, es leuchtet und füllt sich auf und wir haben einen neuen Punkt bekommen und ja, wir können auch ein bisschen schneller rumdüsen, wenn wir irgendeine Taste drücken. Das ist auch eigentlich wie bei Flower, also eigentlich genau die gleiche Steuerung wie bei Flower, nur dass es irgendwie in 2D ist anstatt in 3D. So, nicht den roten einsammeln, weil ich möchte hier erstmal alles auffressen. So, und da sind wir jetzt schon beim zweiten großen Punkt. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Auf jeden Fall sieht man da unten, man kann immer schon so ein bisschen gucken, was es als nächstes gibt. Und da sehen wir, da ist der nach unten schwimmen Dots, da auf der linken Seite ist der nach oben schwimmen Dots. Und dann haben wir auch zwei andere Fischis, die wir auch tot machen können. Und das machen wir jetzt sofort. Und dafür müssen wir von denen die Kringelchen hier hinten wegfressen. Dafür müssen wir einfach nur über die drüber düsen. Und ich hole mir mal gerade die. Dann haben wir schon wieder nach hinten eins ausgebaut. Und das da macht uns, glaube ich, einen Kringel komplett voll. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher. Aber das ist eigentlich unsere Lebensanzeige, kann man eigentlich sagen. Weil die können uns nämlich auch auffressen, wenn wir nicht aufpassen. Und den hole ich mir. So. Und da hole ich mir dann direkt den nächsten vollen Dots. Da gibt's auch, da gab es sogar eine Trophäe für, die war echt ätzend. Wenn man kann diese Kreise da, diese blauen, die da jetzt sind, die kann man voll machen. Die kann man aber auch leer lassen, weil da seht ihr hier, da ist jetzt in der Mitte zum Beispiel, fehlt da einer. Und das switcht irgendwie immer so durch. Von was man frisst und dann geht das auf den nächsten vollen Kreis und also es ist kompliziert und eigentlich braucht man es nicht. Weil ich habe es auch ohne das gespielt. Ach, guck mal hier, die gibt es ja hier auch. Ich weiß nicht genau, was die machen.
Aber da gab es eine Trophäe für. Jetzt gleich müsste, glaube ich, mal das Spiel kurz einfrieren, genau. Weil da haben wir quasi ein Foto gemacht und man musste, glaube ich, 10 Fotos machen für eine Trophäe. Und die gab es halt nur mit dem DLC. Dadurch sind die halt aufgetaucht, die Sachen. Diese komischen Quallen, ich nenne sie mal Quallen, die wir da eben gesehen haben, die meinen Schwanz kurz mal gelb gemacht haben. So, ich versuche hier so ziemlich alles einzusammeln. Weil wenn ich hier einfach nur durchrushe, macht das auch keinen Sinn. So, da haben wir so ein komisches Schwänzchen haben wir da jetzt dran. Und es kommt halt drauf an, wie das da so durchswitcht. Ich kann jetzt nicht sagen, bei welchem Kringel wir sind. Das konnte man eher bei einem... Also es gibt hier noch andere, in Anführungszeichen, Charaktere. Auf jeden Fall, wenn wir den fressen, dann switcht es durch. Oder auch nicht. Keine Ahnung, ich habe diese Trophäe auch nur mit Anleitung gemacht, weil mir das so doof war, weil ich nicht wusste, was ich da überhaupt machen soll. So, auf jeden Fall, da unten ist wieder neue Gegner. Also eine andere Art von Gegner. Sowas können wir auch spielen. Also diese Art von Gegner. Das ist auch so ein Charakter, den wir später spielen können. Ja, und die sind auch böse auf uns. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier durch diese blauen Dinger durchmachen. Und wenn alle blauen weg sind, dann ist auch der Gegner tot. So. Hat er uns zwei von diesen Wubbeldingern übergelassen. Oh, der hat was gefressen von mir. Arschkind. Sieht man auch, da ist jetzt was durchsichtig, also quasi irgendwie nicht mehr vorhanden. Jetzt müssen wir mal hier... So, dich haben wir tot gemacht. Lass mich in Ruhe. Warum bist du denn so aggressiv, Junge? Ich hab dir doch gar nichts gemacht. Aber sobald halt irgendwas von unserem Schwanz bei dem in die Mitte kommt, frisst der das auf. Also diese komischen drei Dreiecke da in der Mitte. So, dankeschön. Ja, und ansonsten ist das Spiel eigentlich ziemlich, also wie auch Flower, ziemlich zum, Ausruhen. So relaxen irgendwie ganz gut. Ist halt so eine Musik und ich mag dieses Flettelzeug, was hier so rumdüselt. Das mag ich, dieser Staub oder Zeug, was im Wasser rumschwirrt. Das ist toll. So, ab weiter nach unten. Es gibt, glaube ich, insgesamt 5 Level inklusive DLC. Ja, ich werde jetzt... Also ich gucke jetzt nicht, dass ich hier alles kriege und suche hier irgendwie jede Ebene 5-mal ab oder so. Das habe ich nämlich damals gemacht, aber ist halt... Wenn man... Wenn man unbedingt ganz lang werden will oder so, dann kann man das machen, aber so brauche ich das jetzt auch nicht unbedingt. Ja gut, da unten ist auch so ein Mini-Boss, sag ich mal. Also das sieht schon relativ groß aus und wir schwirren einfach mal darunter. Direkt in den Gegner rein, wunderbar. Oh, nicht nach unten. Okay, jetzt brauchen wir das andere. Ich möchte nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Ne, das ist unten. Wo ist das blaue Ding? Da ist das blaue. Können auch mal sehen, wie das aussieht, wenn wir nach oben fliegen. Fliegen vor allem, schwimmen. Ich brauche deine Sachen. Oh, jetzt hat er schon wieder was von mir gefressen. Die machen auch so komische... Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die reden irgendwie. So, jetzt ist er tot. So, kriegen wir ganz viel Kram. Na, 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 na. Lass mal hier die blauen auffressen. Oh, jetzt sind wir ganz toll. So. Okay. Ah, da ist noch ein großer. Die machen uns auch nichts. Also die ganz kleinen Sachen hier, die machen uns nichts. Die hier sowieso nicht. Aber das, was halt nicht so, ich sag mal, aggressiv irgendwie rumschwimmt. Das macht uns nichts.
gut, dann können wir ja nach unten. Dann können wir da unten schon mal die nächsten kaputt machen. Aber direkt hier hinten. Njam, 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 njam. Du. Ha! Die einzelnen Sachen, also die einzelnen Charaktere, ich nenne es mal einfach Charaktere oder Fischis, die wir steuern können, haben auch, abgesehen von dem hier, so Special-Attacken. Attacken vor allem. Nö. Krieg dich, hab dich. Ha. Und damit kann man halt auch ein bisschen besser auf Jagd gehen. Weil man kann dann teilweise Gegner betäuben, dann schwimmen die nicht mehr so schnell weg. Oder man hat halt eine ziemlich große Fläche, mit der man fressen kann. Ja. Ups. Jetzt sehen wir auch, dass das ganz komisch jetzt momentan aussieht. Wir haben halt da so Flügel, sag ich jetzt mal, und dann ist mal wieder leer, dann ist voll, dann ist leer. Also es hängt drauf an, es hängt davon ab, in welcher Reihenfolge wir die Sachen fressen. So, jetzt habe ich eigentlich schon fast alles über das Spiel gesagt. Was soll ich denn jetzt noch machen die ganze Zeit? So. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier die Ebene. Huch! Bin ich da fast durchgeschwommen. Haben wir hier die Ebene, glaube ich. Und dann schwimmen wir einfach noch weiter nach unten. Da, dieses Ding. Diese komischen... Was aussieht wie griechisches Symbol oder so. Symbol? wir haben die Kyrillisch, ne? Ja, die gab es halt nur mit dem DLC. Und ich dachte eigentlich, die würden nur in dem letzten, also in dem DLC-Level rumschwirren. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass die auch hier sind. Auf jeden Fall diese komischen, diese da, diese Fluffy-Teile, ich nenne die mal so, die produzieren hier dieses kleine Scheißzeug. Das heißt, wenn wir das hier wegfressen, dann produziert er das nach und dann können wir hier zwar nicht unendlich Zeug von denen fressen, aber einiges. Aber ich mache den jetzt weg. Und oh, nein, nicht nach oben. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen schneller. Sieht jedenfalls... Noch, nicht nochmal nach oben. Ist das nach unten Ding? Wir durch das Rote fliegen, schwimmen wir anscheinend was schneller. So, rein da. So. Ist halt manchmal ein bisschen doof, wenn... wenn man auf dem Weg nach unten ist, weil dann kann man nicht wirklich gut steuern und dass man dann direkt in die nächste Qualle reindüst, die einen nach unten befördert. Oder wenn man gerade so in Ekstase ist und man sich nicht selbst so unter Kontrolle hat und dann aus Versehen in so ein Teil reinrasselt, ist halt ein bisschen doof. Aber so ist das Spiel nun mal. So. Na, ah, töten! Fressen und gefressen werden. Ich meine mal, ich kann mich nicht ganz so dran erinnern, aber ich glaube, dieses Spiel hier gab es mal als Flash-Spiel oder so ein. So ein ähnliches. Also, was heißt Flash? Halt so ein Browser-Game, was man so im Internet halt spielen konnte, ohne sich das runterladen zu müssen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte sowas Ähnliches damals schon mal gespielt. Okay, dann können wir jetzt gleich noch diesen Screenshot. Diese Screenshot-Qualle fressen. Weil ich habe immer ein bisschen Schiss, dass der sich das Spiel aufhängt. Aber es ist schon richtig so. Beziehungsweise ich hatte damals Schiss, dass sich das Spiel da aufhängt. Aber es ist halt so, dass da dann quasi in Anführungszeichen ein Foto gemacht wird. Okay, was bewirkt dieses gelbe Teil? Wo wandert es hin? Macht es. Ah, wenn das hinten angekommen ist anscheinend. Wenn das einmal durch den Körper durchgewandert ist, dann gibt es einen Screenshot. Gut, dann verpissen wir uns nach unten und da sehen wir auch schon wieder neue Gegner. Und da haben wir direkt einen auf eine Waffel gekriegt. Dich fressen wir auf und dann machen wir auch dich fressen wir auch noch auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das verlängert oder ob das einfach nur erneuert. Nee, das war jetzt doof. Das hat keinen Sinn gemacht, was ich sage. Duh!
Stirb! Stirb! Okay, den haben wir auch getötet. Töten ist hier so böse, das Wort. Das Spiel ist so friedlich. Ach, mein Controller ist fast leer. Aber das müsstet ihr noch aushalten. So, ein bisschen Futter. Futter für die Mutter. Warum kommst du wieder? Ich möchte nicht, dass du... Okay. Spawnt ihr unendlich. Ah, das brauche ich. Das ist wichtig. Also, was heißt wichtig? Es gibt halt gut Energie. Und ich werde angegriffen. Da bist du. Ach genau, diese Dinge können uns auch unser Futter wegfressen. So. Und die können, also die können eigentlich alles fressen, was wir auch fressen können. Das heißt, die können uns auch meine, ich tauche mal nach unten ab, Sachen wegfressen. Aber die spawnen halt wieder. Deswegen ist das da nicht so das Problem. Komm, die beiden nehmen wir noch mit. Weil irgendwie spawnen die unendlich. Und wir düsen dann weiter nach unten. Und da sieht es so aus, als ob da nichts Böses wäre, sondern nur ein bisschen Quali. Aber wenn man jetzt nach unten guckt, holy moly, ein großes Vieh. Tun wir uns hier noch ein bisschen aufladen. So. Das, was hier so rumschwirrt. Ich weiß nicht, wie viel ich für den DLC bezahlt habe. Ich glaube, das waren 3,50 oder so. Und ich habe den mir eigentlich nur runtergeladen, weil ich die 100% haben wollte. So, ab nach unten. Und jetzt gibt es hier... Okay, das war gut. Oh, jetzt hat er mich... Mach dich platt! Oh, der macht... Oh! Lass mich mal in Ruhe, du. Oh, der ist... Der will sich selbst beschützen, der. Eine gute KI. Dankeschön. Ja, ich dachte eigentlich, das wäre nur dieses Foto-Feature, was mir halt dafür sehr teuer erschien. Aber ich wollte halt unbedingt die 100% hier in dem Spiel haben. Deswegen habe ich es mir runtergeladen. Aber die Map, die dabei war, die hat es dann... Also die ist schon... Dafür hat es sich dann doch gelohnt, das Geld auszugeben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das Spiel im Allgemeinen kostet, aber es ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich bin mal gespannt, ob in Abzu oder Abzu oder Ab... Wie auch immer dieses Spiel ausgesprochen wird. Ob hier Anspielungen auf Flow drin sind. Weil Abzu, Abzu, Abgedöns spielt ja auch unter Wasser. Mit dem Charakter von Journey. Und das wäre dann natürlich noch irgendwie cool, wenn man dann Anspielungen auf die alten Spiele hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob in Journey Anspielungen waren. Aber ich meine, Flower wäre eine Anspielung gewesen auf Flow. Ach, wie süß. Auf jeden Fall haben wir jetzt gleich schon das erste Level durch, meine ich mal. Ah, da ist schon wieder so ein Screenshot-Teil, komm. Was jetzt? Müssen wir gleich nicht auf den Screenshot warten. Ich könnte es auch einfach lassen, aber ich möchte ja schon einiges an Sachen hier futtern. Aber das ist hier gerade ein bisschen ätzend, dass die hier immer wegfliegen, wenn man sich... Ach, da war der Screenshot. wenn man sich da von den was krallt. So, ihr müsst aber, glaube ich, noch... Da sind noch welche. Weil, wie gesagt, halt die Länge des Schwanzes macht halt unsere Energie aus, weil je öfter, also je länger... Was hört sich so schlecht, also schlimm an. Je länger unser Schwanz ist, desto öfter können wir so Attacken von den gegnerischen Fischen überleben. So. Ah, da sind noch ein paar. Die drei holen wir uns noch und dann geht es weiter ab nach unten.
Wo ist... Da bist du. Jep. Ah, da ist schon wieder so ein Obenteil und... Oh, der ist aggro. So, du gehörst mir. Ist natürlich auch nicht so von Vorteil, wenn man genau in das Maul des Gegners reinschwimmt. Weil die können uns da ja genauso gut Schaden machen. Ich bin mir auch nicht ganz... da unten war noch einer. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie das ist, wenn der was von uns frisst, ob wir das dann wieder kriegen, wenn wir den töten. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wie sieht man jetzt schon hier? Hier haben ganz viele Flügels. So, hier war noch irgendwo ein Gegner. Da. Oh, der ist stark. Sieht man an diesen blauen Sachen von ihm, die wir fressen müssen, um ihn zu killen. Oh Gott. Dankeschön. Din, 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 din. Din. Gut. So, da unten. Oh. Tag. Die nehmen wir gerne mit. Und da unten sieht es nach Aufladung aus. Dann kommt noch mal irgendwas Großes, schätze ich. Ja. Und dann. Geht's nochmal, obwohl ich weiß nicht, ob danach nochmal was kommt, aber ich glaube, dann kommt schon das Ei. Und da ist ganz viel Speere drumrum. Auf jeden Fall ist hier nochmal Aufladung, falls wir da unten von dem einen gewischt kriegen. Normalerweise könnte man die auch hier lassen. Und, ach genau, wegen Game Over gehen und so. Ich glaube, Game Over kann man hier gar nicht gehen. Das ist halt, wenn man keine Energie mehr hat, dann wird man einfach eine Ebene nach oben getragen. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht so... Also wenn wir noch gar keine Peilung vom Spiel haben, wäre es besser, wenn wir uns hier oben ein paar Sachen überlassen. Das heißt, wenn wir dann halt keine Energie mehr haben und wir eine Ebene nach oben geschickt werden, dass wir uns dann quasi nochmal ein bisschen Energie anfressen können. Ich habe jetzt ja alles weggemampft, weil ich gehe davon aus, dass wir das so hinkriegen. Ah, da ist der. So. Ah, da unten ist das Ei. Okay, das hier ist dann die vorletzte Ebene. Ich finde das auch immer ganz so cool, wie die sich erschrecken irgendwie. So viel, der hat mir was vom Schwanz abgebissen. Ja. Ich komme dir hinterher. Da ist schon wieder so ein Screenshot-Teil. Oh, okay, wir haben den kaputt gekriegt. Dann wieder gut aufgefressen. Ich lasse den Screenshot jetzt mal da liegen. Ich habe zwar vorhin gesagt, ich will so eigentlich versuchen, so viel wie möglich einzusammeln. Aber der Screenshot nervt halt einfach, weil der das Bild einfrieren lässt und ich habe irgendwie immer noch Schiss, dass das Spiel dann abstürzt. So. Hat hier nicht irgendwo noch so ein blaues Ding rumgeschwebt? Ja, hier war noch was Großes. Ist auf jeden Fall... da ist das Blaue. Hier gibt es eine Levelbegrenzung. Das hört... Ja, da ist die Levelbegrenzung. Hier geht es halt einfach nicht mehr weiter. Aber ich glaube, das hängt auch vom Charakter ab, wie groß die Level sind. Also hier sind noch relativ klein. Und da sehen wir jetzt hier das ganze Gewirrwarr. Huch, was habe ich, was ist denn jetzt passiert? Habe ich was Blaues gegessen? Nee, das will ich nicht. Wo bist du? Raut. Raut. Wo ist das raute Ding? Ich will nach unten. Da ist rot. Ich glaube, ich habe ein Blaues gegessen. So, ich mampf jetzt mal hier noch ein bisschen. Mampf, 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 mampf. Um das Level einfach zu beenden, müssen wir diesen blauen Kern da in der Mitte futtern. Und dann ist das Level fertig. Ich
Ich würde mal gerne wissen, ob es einen Speedrun hiervon gibt. Ach, jetzt habe ich schon wieder das Blaue gegessen. Wo ist das Rote? Da ist das Rote. Also wir können, wenn wir mit einem neuen Charakter anfangen, dann haben wir auch nichts mehr davon, wenn wir jetzt hier uns den Magen vollhauen. Weil wir halt einfach bei Null wieder anfangen. Aber trotzdem ist es halt schön zu sehen, so ganz viel Blau. Also wir haben ja schon ein schönes Vieh gemacht, sag ich jetzt mal. Und ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt hier den Kern, das Ei. Und gucken mal, was passiert.